Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir verfolgen weiterhin Jacobs Loyalitätsmission und haben hier gerade einen inaktiven Mac gefunden, der mich ganz scharf macht. Oder so. Ja, gucken wir mal, was er zu bieten hat. Zack. Zack. Und der letzte Pin. Das ist und bleibt einfach alles viel zu einfach hier. Uah, uah, uah. Weg, 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 weg. Ich weiß nicht. Hier spricht Captain Ronald Taylor. Dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Verdammt. Gerade erst freigekommen? Er will seinen Arsch retten. Aber das werden wir nicht zulassen. Oder, Jacob? So, mal gucken, was uns hier erwartet. Das sieht schon mal nicht gut aus mit den Leichen hier und so. Stinkt nach einer Falle. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, vermutlich als Warnung. Die neuen wurden einfach da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Die alte Leiche. Meint sie den da? Nee. Welches von denen ist denn die alte Leiche? Na egal. Ist jetzt gerade egal. Egal. Wir gehen weiter. Dramatische Musik. Oh oh. System. Nachdem die Crew gewalttätig wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie greifen immer noch an. Ich hatte keine Wahl. Er hatte immer eine Wahl. Es ist ein bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. Nur so ein bisschen, ne? Gute Reise! So. Ich hab's! So super viel Munition habe ich ja gerade nicht, ne? Voll im Ziel! Ich krebse immer so ein bisschen am Rande der Munition. Boah. Der Munitionsknappheit rum. Da kommt noch einer. Hier haben wir eine schwere Pistole, die nehme ich natürlich mit. Komm hier rüber! Ich wollte gerade sagen, moin. Leite Energieversorgung um. Na komm, das können doch nicht mehr so viele sein jetzt. Weiter Boden! Ich finde die Kommentare, die diese Roboter von sich geben, so cool. Das erinnert total an die Türme und Portal. Ich musste sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. Ne, da drüben ist nichts mehr zum Einsammeln, dann können wir auch hier weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange diese Mission geht, ob wir damit diese Folge noch komplett füllen können. Das wäre natürlich toll. Damit wir in der nächsten Folge dann quasi was anderes starten können. So, boah, da war noch eben noch welche. Da. Sie erwischt. Du, ja? Leite Energieversorgung um.
Energieversorgung. Einer weniger! Es hat Jahre gedauert, meine Waffen auszubilden, aber ich fürchte, um mich zu retten, werden sie sie bekämpfen müssen. Leute einfach so verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Tja, wie sehr man sich manchmal bei den Leuten täuschen kann, von denen man denkt, dass sie einen am nächsten stehen. So, wo kommen hier die Feinde her? Ärger! Feindliche Drohne! Guter Schuss! Das hier von der anderen Seite? Das wird sie umwerfen. Ach da. So, gibt's noch mehr? Ursa! Ja, okay, da würde ich jetzt doch dann mal den Kollektor- und Partikelstrahl da rausholen. Lenkgranate wahrscheinlich gar nichts. Miranda? Warp! Und dann schick ihn weg. So. Das war das. Es war ja letztendlich gar nicht so schwer, ne? Dieser schwere Roboter hat ja nicht viel drauf gehabt. Und es ist ja auch nicht der erste seiner Art, den wir bekämpft haben. Schützen! Was jetzt mit den Spielereien? Ich muss meinem Vater in die Augen sehen. Ich will hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Ich weiß nicht, ob du das wirklich willst, Jacob. Denn für das, was hier passiert ist, gibt es eigentlich keine Rechtfertigung. Ich meine, die Grundidee, die dahinter stand, war ja ganz gut. Die Vorräte so zu rationieren, dass wenigstens am Ende Leute überbleiben, die diesen Sender reparieren können, damit die Chance besteht, alle zu retten, statt aufzuteilen, was letztendlich dann dazu führt, dass der Sender nicht repariert werden kann, was letztendlich dazu führt, dass alle hier vergammeln und degenerieren aufgrund der giftigen Pflanzen und letztendlich alle eingehen. Nur das, was dann daraus geworden ist. Der Missbrauch der Macht, die dahinter steckt. Das ist nicht zu entschuldigen. So, mein Freund. Du bist dran. Da steht er doch schon, oder ist das wieder ein Feind? Man weiß es nicht. Doch, da steht er. Okay. Dann rechtfertige dich mal, Ronald Taylor. Bevor du dich aber rechtfertigst, will ich gucken, ob es noch was zu looten gibt. Nee, anscheinend nicht. Gut, Sie ich bin gespannt. Sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht?
Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Wie auch immer, Captain. Aber an irgendeinem Punkt haben Sie beschlossen, das hier Ihrer Mannschaft anzutun. Sie ganz allein. An welchem Punkt war das? Ich will wissen, ob es sowas wie einen richtigen Grund gab. Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt. Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schiefging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Max. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber als ich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl? Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Ich werde das keinesfalls durchgehen lassen, Taylor. Sie werden dafür bezahlen. Wie viel wird er zahlen? Wie viel sind alle diese Leben wert? Wer will das ausrechnen? Sein Leben ist es nicht mal wert, dass man deshalb den Finger am Abzug krumm macht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass die restlichen Überlebenden abgeholt werden, während der amtierende Captain sich um die Löcher kümmert, die wir in seine Max gestanzt haben. Moment mal. Ich muss doch gerettet werden. Wir haben ja keine Ahnung, was diese Wahnsinnigen mit mir machen werden. Wir könnten raten. Mein Vater war ein anderer Mann, Shepard. Ein guter Mann. Ich wünschte, ich hätte ihn gefunden. Jacob! Als Toter warst du ein besserer Mann. Und soweit es mich betrifft, bist du das auch immer noch. Jacob! Tja. Die Überlebenden von Aya
wurden von Allianzpersonal mit Unterstützung durch Cerberus behandelt. Na klar, wer auch sonst. Zum Glück scheint Taylor die Erfahrung psychisch gut verarbeitet zu haben. Jacob Taylor hat mit seinem Vater abgeschlossen und kann sich nun voll auf die Mission konzentrieren. Kraft von Jacob freigeschaltet, Barriere, erzeugt ein Schild, das eine große Menge Schaden schluckt. Damit können wir quasi unsere eigene Widerstandskraft auch erhöhen, weil wir diese Bonusfertigkeit Barriere, dadurch, dass Jacob jetzt loyal ist, dass wir seine Loyalitätsmission abgeschlossen haben, auch für Shepard freigeschaltet haben. Dann gibt es ein neues Outfit für Jacob, das können wir uns gleich gerne noch angucken. Und so ein bisschen Zeug, was wir eben halt auf der Mission eingesammelt haben. Alles sehr schön, alles sehr hübsch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und damit haben wir die erste reguläre Loyalitätsmission abgeschlossen. Wir haben zwar die von Said und die von Kazumi schon gemacht, aber die zählen nur bedingt, weil das ja beides DLCs waren und im Hauptspiel gar nicht enthalten waren. Jacob jetzt quasi die erste Originalgeschichte, die wir hier beendet haben. Und der Grund, warum ich mich als allererstes für die Mission von Jacob entschieden habe, ist einfach der, dass Jacob der allererste war, der uns angesprochen hat, nachdem wir Horizon abgeschlossen haben, nachdem wir Zugang zu den Loyalitätsmissionen freigeschaltet haben. Allianzschiffe sind auf dem Weg hierher, um Überlebende abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, können wir längst weg sein. Wenn die auch nur einen Blick auf uns erhaschen, gibt's für sie nur noch koffeinfreien. Na toll, und serviert wird er vermutlich in der Luftschleuse. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Ach ja? Denn angesichts des Resultats könnte man durchaus vermuten, dass Sie daran beteiligt sind. Sie wissen sehr wenig über mich, Shepard. Gehen Sie nicht davon aus, meine Absichten zu verstehen. Cerberus geht es letztlich um die Menschheit. Mein Volk ist für mich sehr wichtig. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Wollten Sie ihm einen Gefallen tun oder ging es nur darum, zu sehen, wie er sich windet? Was er daraus gemacht hat, war ganz allein seine Entscheidung. Es gab mal eine Zeit, als das für Sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter vier Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylors Körper hat einiges nachzuholen, aber der Mann ist längst tot. Ich habe das bereits verarbeitet. Vermutlich war er als Vater gut genug. Denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Kommunikation, Methodologie. Die stetig wachsende galaktische Bevölkerung und die Kolonialisierung neuer Welten erforderte eine Überarbeitung der Kommunikationstechnologien, von der insbesondere die Bewohner ferner Welten profitieren sollten. Um für mehr Bandbreite und zeiteffizientere Kommunikation zu sorgen, wurde ein Netzwerk von Datenspeichern und VI-Suchprogrammen entwickelt. Alle Eingaben an das Netzwerk werden zunächst an den nächsten Datenspeicher der Kolonie oder des Sternensystems übermittelt. Das VI-Suchprogramm durchforstet dann den riesigen Datenberg dieses Speichers auf der Suche nach den gewünschten Informationen. Wenn die Informationen nicht lokal verfügbar sind, wird die Anfrage zunächst an die Nachbarsysteme und dann an das erweiterte Netzwerk geschickt.
Die VI-Suchprogramme in diesen Systemen übernehmen dann Anfrage. Wenn die gesuchte Information gefunden wurde, wird sie in einer Express-Datei komprimiert und für die Rücksendung vorbereitet. Jede Express-Datei erhält eine Prioritätennummer auf Grundlage der Anfragen nach den erhaltenen Informationen. Je mehr Anfragen, desto höher die Prioritätennummer. Wenn ein neues Solarsystem an das Netzwerk angeschlossen wird, werden die am häufigsten angefragten Daten lokal zusammengefasst. Die Hardware der Speichersysteme ist zwar vergleichsweise günstig, aber dennoch ist es faktisch nicht praktikabel, alle täglichen Daten von Milliarden Bewohnern hunderter Welten zu archivieren. Es werden keine Daten über Trivialitäten aufbewahrt, nur damit sie jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn im Laufe der Zeit mehr und mehr erfolgreiche Suchanfragen innerhalb einer sich entwickelnden Kolonie anfallen, werden die Ergebnisse gefiltert und in lokalen Archiven angelegt. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse auf sehr spezifische Suchanfragen bereits vorhanden sind und schnell übermittelt werden können.